Meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tiny Tina's Wonderlands Video. Und zwar geht es heute um den Hammer-Amboss. Der Hammer-Amboss ist ein legendärer Schild hergestellt von Hyperius und den Schild könnt ihr in Wonderlands bekommen, ohne einen Zusatzinhalt besitzen zu müssen. Der Hammer-Amboss kann im Spiel von jeder beliebigen Beutequelle droppen, das heißt als World Drop von allen möglichen Gegnern, als Angebot an den Verkaufsautomaten im Spiel, als Drop aus Kisten und Truhen und auch von den Hasenstatuen in der Chaoskammer. Wollt ihr aber einen speziellen Gegner nach dem Hammer-Amboss farmen, geht es für euch zu dem Gegner Eimerkorb. Um zu dem Gegner hinzukommen, müsst ihr euch auf die Oberwelt des Spiels begeben. Im Spiel müsst ihr schon ein wenig vorangekommen sein, um den Ort zu erreichen, in dem sich der Gegner befindet. Reist am besten von Prachthof auf die Oberwelt und lauft über die Oberwelt bis zu diesem Punkt auf der Karte. Hier angekommen, findet ihr einen Dungeon, den ihr betreten müsst, indem ihr erst einmal zwei Runden absolvieren müsst, bis ihr in der dritten und letzten Runde des Dungeons zu einem Obelisken kommt. Nach einigen kleineren Gegnern, die der Obelisk erscheinen lässt, taucht der Gegner Eimerkorb auf, der euch mit ein wenig Glück den Hammer-Amboss-Schild aus seinem Loophole droppen kann. Habt ihr dann so ein Schild bekommen, müsstet ihr bei euch ungefähr so aussehen. In meinem Fall ist es gerade ein Hammer-Amboss des Muskelfleisches mit einer Kapazität von 4104, einer Ladeverzögerung von 4,5 und einer Ladegeschwindigkeit von 517. Meine Version hat gerade außerdem plus 10% maximale Gesundheit auf seiner Itemkarte. Als roter Text steht auf der Itemkarte, so gebt denn allen stumme Warnungen, weckt ihn nicht. Habt ihr den Schild ausgerüstet und bekommt Schaden zugefügt, während der Schild voll aufgeladen ist, erscheint ein Hammer, der Gegner in der Nähe verfolgt und ihnen Nahkampfschaden zufügt. Wenn eure Gegner durch den Schaden nicht komplett umfallen sollten, werden sie ein wenig weggestoßen, was in engeren Kampfsituationen hilfreich sein kann. Spielt man ein Nahkampfbild oder hat generell Schadensbunde geboostet, was Nahkampf angeht, kann das Schild wirklich, wirklich gut sein. Er besitzt nicht nur eine gute Kapazität, sondern haut auch echt guten Schaden raus, wenn man den passenden Bild spielt. Meiner Meinung nach ist der Hammer-Amboss-Schild einer der Top-Schilde im Spiel, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, und er ist es auf jeden Fall wert, gefarmt zu werden, denke ich. Abgesehen von eurem Glückswert, solltet ihr aber ein wenig Zeit mitbringen, wenn ihr den Schild bei Eimerkorb farmen wollt, denn ihr müsst wie gesagt die ersten Runden in dem Dungeon beenden, um den Gegner zu erreichen. Bis hierhin war es das aber auch schon wieder mit diesem kleinen Guide zum Hammer-Amboss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Wonderland zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Passt auf euch auf und haut da rein!